Aber um so Souls-like-Spiele zu spielen, da muss man auch echt ein ziemlich dickes Fell haben. Okay. Zwei wirst du verzweifeln. Zwei wurde mir immer gesagt, ist scheiße. Zwei wurde mir immer gesagt, ist scheiße. Soll ich nicht spielen. Wo zur Hölle muss ich denn hier hin? Ach so. Es kann so einfach sein. Okay, dann los, bereit? Hi. Oh. Wow. Was ist das? Ein Brief. Verschrieben von... Hey. Ich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne im unserem Paradies geht unter. Wir müssen... Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Tu und Avery sich bekämpft haben. Bitte schön. Danke. Danke. Finden wir diesen Gang. Mhm. Er hatte wirklich ein gewaltiges Problem mit seinem Ego, würde ich behaupten. Wer braucht so viel fucking Platz? Okay, und wo sind Sie hin? Ist da. Sehen wir uns um. Sams Feuerzeug. Hat er es verloren? Ja, mit Absicht. Okay. Was auch immer wir suchen, es muss hier irgendwo sein. Wenn man es machen konnte, warum nicht? Hm. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Nate. Ja, was gefunden? Ich glaube schon. Ja, genau. Hm. Zu so einer Hütte würde ich auch nicht nein sagen. Willst du die wirklich sauber machen, Basti? Stell mal vor. Stell mal vor, sowas musst du sauber halten. Weil allein für die Fixkosten, um das hier instand zu halten, da hast du kein Geld mehr, um dir irgendwelche... Obwohl, gerade dann hast du wahrscheinlich Geld für eine Putzfrau. Wobei du hier eine Armee Putzfrauen bräuchtest. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dann mal los. Wie habt ihr denn heute sonst so den Tag verbracht? Was habt ihr so gemacht? Außer Charaktere zu killen. Eine Träne zu verdrücken und dann Final Fantasy 15 weiterzuspielen. Zwinker, zwinker. LOL. Nope. Das hier sieht nicht stabil aus. Avery's Descent. Avery's Abstieg. Rimworld gezockt und verzweifelt. Haushalt, was gemacht? Haushalt ist immer gut. Ich habe heute, glaube ich, ich habe fast den ganzen Tag geschlafen.
Weil ich so Kopfschmerzen heute früh hatte. Also heute früh, heute Mittag. Ich habe ja noch so lange gestern gestreamt und dann bin ich irgendwie um 3 oder so im Bett gewesen. Hab dann bis um 10:30, 11 geschlafen. Ich hatte so Kopfschmerzen. Oh, ich habe gedacht, ich hätte die ganze Nacht durchgesoffen, ne? Machen wir lieber langsam. Das hat Kollegen von mir gemacht beim Kampf gegen Bahamut. Okay. Kopfschmerzen habe ich den ganzen Tag. Das. Ich meine, ich hoffe, es liegt am Wetter. Wir haben gestern Abend schon angefangen. Mist. Okay. Die haben gestern Abend halt angefangen. Und heute früh waren die richtig, richtig schlimm. Also heute Mittag, als ich dann aufgewacht bin, da habe ich echt gedacht, ich muss sterben. Aber nein! Aspirin und weiterschlafen. Und das hat was gebracht. Was war das denn? Ich wette, Nadines Leute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Ja. Aber ich habe sie entsorgt. Im Meer. Wow, wow, warte. Das Falle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh. Wow! Dann laufen wir ab. Ach mal. Die Schritte nach. Einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Ich finde, die beiden sind so ein süßes Pärchen, ne? Sie passen einfach so gut zusammen. Herzschmerz. Huch. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Boah, ich hatte gestern echt keine Ahnung, dass das noch so lange geht. Da kommen wir nicht durch. Ich bin in Killerlaune in Apex, Vorfreude auf Titanfall 2, Metzelfreude in Dark Souls 3 und Fresswahn hoch 10. Fresswahn habe ich auch. Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Na los. Verdammt. Hallo? Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequallt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Rede mit mir, verdammt. Ich habe nur den Joystick eben kurz bewegt. Hier drüben. Wenn man sich nicht bewegt, dann passiert auch nichts. Wenn man sich bewegt, stößt man sich den Kopf. So, Dungeon entrüppelt. Jetzt habe ich ein Buckler, die klingen lassen grüßen. Oh, ich mag die Waffe so gerne, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Richtig. Danke, du warst gut vorbereitet. Wer muss das sein? App. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Ha. Oh nein, da will ich nicht lang. So, da ist es eingestürzt. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Nehmen wir
nicht diesen Weg, sondern... Nehmen wir diesen Weg. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Na komm. Ihr seid so süß, ihr beiden. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Genau, setz sie in Flammen, bitte. Okay. Nicht. Ja, schon die ganze... Seit gestern. Ja. Ich glaube, es hat diesen Trick, ne? Hallo? Vorsicht! Wow! Was zum Henker ist das? Das ist... Ich hätte gern einen dritten Monitor. Aber da würde ich dann, also bei mir, ich habe hier jetzt ja die beiden Samsung-Monitore, die richtig, richtig gut sind für den Alltag. Aber ich hätte halt gerne einen richtig geilen Gaming-Monitor, ne? Das sieht aus, als würdest du neben Höhlen einer Nase untersuchen. Ich hoffe nicht, dass uns ein Popel entgegenkommt. Günstiger von Samsung ausverkauft, lieferbar erst Ende September. What? Warum? Da, so, warum? Warum? Speak normally. Das September, was? Das sind fast noch ein halbes Jahr. Ich warte auf den ersten HDMI 2.1 Monitor. Vorher hole ich keinen. Ich habe hier jetzt auch erstmal die zwei und die sind auch gut und das reicht auch erstmal aus. Aber ich hätte halt gerne noch einen dritten, entweder hier oder hier drüber. Mir gefällt es hier nicht. So, um es dekadent zu machen. Jetzt haben es dann die Leute schon Monitore oder was? Weißt du, hast du so 25 Monitore zu Hause stehen? The hands that stole from me. Ach, das sehe ich jetzt erst. Oh, der Typ hat sie doch nicht alle. Ekelhaft. Sackgasse. Okay. Shake hands, ne? Man kann nicht genug Hände haben. Das haben wir uns gestern bei dem Dentallabor wirklich gefragt. Also da, wo ich gestern da bei dem Zahnarzt war, also in dem Dentallabor, haben wir echt gesagt, so, boah, wäre schon geil, wenn man jetzt so einen dritten Arm einfach hätte. Weil der Assistent durfte ja nicht mit in den Raum wegen Kontaktsperre und so und er durfte halt nicht. Und ich saß dann mit ihr da alleine in diesem Raum und dann haben wir eben versucht, der Raum war echt schon klein. Und sie hat halt die ganze Zeit versucht, mal diese anderthalb Meter Abstand zu kriegen, aber musste halt Fotos von meinem Gebiss machen für die Farbbestimmung. Und dann saß ich dann da mit diesen komischen Wangenspangen, um das auseinanderzuhalten, damit sie die Zähne fotografieren konnte. Und normalerweise hast du dann noch einen Assistenten mit dabei, der dann diese Zahnfarbe daneben hält, damit sie... das halt auf einem Bild haben. Da hätte ich gerne einen dritten Arm gehabt. Und dann fingen sie so an, anderthalb Meter und dann mit dem Arm und... Das war mega lustig. Wir haben es am Ende irgendwie geschafft. Aber frag nicht wie. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Habt ihr das gehört? Niemand mag Klugscheiße. Ich sag aber auch immer, ja, da ist noch was über. Übrig. Ah, niemand mag Klugscheiße.
Warte ich auch, aber die Preise gehen bei den besseren Monitoren komplett durch die Decke und ich wollte keine 2000 Euro für einen ausgeben. Boah, ey, dafür hole ich mir einen kompletten PC. Ich habe es übrigens getan und mir Valhalla in einer Collector's Edition vorbestellt. Ich habe es getan. Ich habe auch 20% Rabatt gekriegt. 38 Zoll mit G-Sync und 175 Hertz. 1800 Euro. Oh. Wie habt ihr das geschafft bei dem Denta? Relativ einfach. Und zwar, ich kriege jetzt ja einmal hier eine Krone, hier vorne und hier hinten. Hier hinten, da passen wir das einfach an die beiden Zähne an. Allerdings siehst du eh nicht. Da ist es nicht so schlimm, wenn die Farbe nicht zu 100% stimmt. Vorne der Schneidezahn und der Reißzahn hier, da wäre es kacke. Das heißt, ich habe am Ende eigentlich nur auf einer Seite festgehalten, mit der anderen Seite dann den Zahn daran gehalten und dann hat sie halt das Foto gemacht. Das ging. Mir reichen 120 Hertz. Hm. Nicht mal als Tech-Lead. Hör auf. Angeber mag keiner. Du Tech-Lead. Reißzahn, Eckzahn heißt der. Ist doch egal. Ihr wisst, was ich meine. Reißzahn. Ja, aber das sind doch eigentlich bei Fleischfressern, da sagt man doch, das sind die Reißzähne. Du weißt doch, was ich meine. Nee, ist nicht egal. Der Zahn hier. Der da. Aber es ist auch kein Eckzahn, weil es ist nicht direkt der Zahn, sondern der daneben. Klugscheißer mag keiner, genau. Ja, bei Hunden, Katzenbär, vielleicht bin ich ja eine verkappte Hundekatzenbär. Weißt du's? Eckzahn, nein. Ja, ist gut. Der Zahn neben dem Eckzahn, der wird ja neu gemacht. Der ist aber halt noch im Sichtfeld, deswegen sollte man da auf die Farbe achten. Aber bei so einem Backenzahn, pff, ist mir egal, wenn sie den blau machen. Bierzahn. Genau, das ist der Zahn, um eine Bierflasche aufzumachen. Jetzt weißt du auch, warum er kaputt ist. Jetzt kommt, oute dich, Lara, als Fury. Hallo. Nicht Valku, Valkyrie. Valhalla ist das Spiel für mich. Bin eine Valkyrie. Eine Valku. Was zur Hölle? Okay. Oh oh. Ah, scheiße, ich erinnere mich. Oh, bin ich hier oft gestorben. Oh nein, Basti, schreib sowas nicht. Wenn das einer liest. Okay, pass auf dich auf. Ich werde das jetzt nicht vorlesen. Pass auf mich auf. Okay, ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Ich bin so oft gestorben, weil ich einfach zu langsam war. Bist du okay? Soweit, so gut. Bleib, ich habe hier gerade keinen Pilz. Nee, die Walkuh. Achso. Okay, wir müssen hier echt langsam gehen. Du führst Männer also ins Nirvana. Vielleicht. Bist du okay? Elena überlebt das. Naja, das, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Exakt. Kommst du halb tot bei mir an? Ich gebe ihnen den Rest und ab mit denen. Mhm. Dachte, da fliegt gerade ein... Okay.
Ach. Er fliegt gerade ein Arm von Elena durch die Gegend? Nee, ich denke nicht. Ja. Also ich hoffe. Wir haben uns gerade mit ihr wieder vertragen, ne? Ob das wohl die erste Ehekrise war? Verdammt. Verdammt. Diese Kammer hat... The hearts that hardened against me. Oh Gott. Eine walkürende Kuh. Besser Arm dran, Arm ab als Arm dran. Die Augen, die sich ob meines Egos verdrehten. Vorsicht. Wow, okay. Es in die andere Richtung. Ohne Elena abzufackeln, bitte. Shit. Noch mehr Selbstmordmumien. Selbstmordmumien. Das muss hier echt gemüffelt haben, ja. Ja, aber da kommen wir nicht mehr lang. Selbstmordmumien. Hätte ich einfach geradeaus durchjumpen können? Fuck. Okay. Pass. Ich würde mich wie zu Hause dort fühlen. Oh Gott. Armer. Armer Junge. Was habe ich gesagt? Explodiert das bei dir auch alles? Pass einfach auf. Ja. Ich gebe mir ja Mühe. Und ich bin bisher noch nicht gestorben. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen bin ich hier schon 5-mal gestorben. Lol. Lol. Weg. Das kann nicht gut für die Lunge sein. Nein. Ganz ehrlich. Okay? Gut. Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Zum Glück bist du nicht zum Bombenentschärfungskommando gegangen. Wie soll man denn so eine Bombe bitte schön entschärfen? Das sind Selbstmordmumien. Wie? Nee. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Da geht's weiter. Ne, ich glaube, wir müssen wirklich in die andere Richtung. Spur wieder. Mach dich auf Ärger gefasst. Hey, soll das eine Anspielung sein? Komm du doch runter. Fim aus God Eater 3 habe ich auch nicht gespielt. Und hallo G-Man. So cute, die Kleine. Also ich glaube so mit einer... Ich habe viele Lieblingsnebencharaktere, ne? Aber ich glaube eine ist auf jeden Fall Clementine aus dem The Walking Dead... Telltale Game. Dann Ellie aus Last of Us. Sully. Leonardo da Vinci. Ich habe so viele Lieblingsnebencharaktere. Es kommt immer auf das Spiel, glaube ich, drauf an. So, die Frage ist gerade. Wie komme ich denn da hoch?
doch da lang. Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Jück. Hier ist keine Spur von Sam. So, G-Man, was ist denn dein Lieblingsnebencharakter? Ja, moin. Runter! Wollt ihr Idioten alles zum Einsturz bringen? Ich bewege mich auf. Und ja, ich habe Autofokus an, weil ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Lol. Und selbst Autofokus bringt mich hier nicht weiter. Ellie Last of Us, sehr cool. Team Ellie. Auf jeden Fall nicht Team Nate. Was zur Hölle ist denn hier jetzt gerade wieder los? Ah, ich bin mir so gut durch diese Dynamit-Dinger durchgekommen, ne? Ich hasse es. Er ist der Typ mit dem Dings, ne? Ich kann es aber probieren. Okay, es wird wirklich nichts. Ich verstehe es gerade nicht. War so berührend, wie die zueinander gefunden haben. Hast du schon was für seine 500 Tode getan? Nein. Habe ich nicht. Ey, ich brech zusammen. Was mache ich denn hier falsch? Ich hasse dieses Spiel, ne? Oh mein Gott. Es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Es macht null Sinn. Es macht wirklich null Sinn.
Also ich habe jetzt gerade... Fast, ja. Ich habe jetzt wirklich gerade nochmal den Auto-Aim an, weil ich krieg's nicht gebacken. Ich habe keine Chance auf schwer, wo ich eh schon null Aim habe. Eh schon null Aim, ne? Und dann auch noch in so einem Scheiß. Nein, 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 nein. Ja, genau das. Genau das meine ich. Ich sehe halt nichts. Ich bin mega langsam. Ich hasse dieses Spiel. Yo, genau. Fang wieder ganz von vorne an. Super Idee. Okay, einen Versuch noch, ansonsten machen wir gleich erst kurz eine Pause. Okay, wir machen eben mal kurz eine Pause.